Akaia hat einen neuen Konkurrenten auf dem Markt. Die Wagen von Timor haben sich als echter Geheimtipp in den letzten Jahren entwickelt. Und ob die Waage für 69 Euro etwas taugt, das finden wir in diesem Video heraus. Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Im heutigen Video schauen wir uns die Timor Black Mirror Basic Plus an. Mit nur 69 Euro ist sie eine absolute Alternative zu den Akaia-Produkten. Mitgeliefert wird ein Silikonaufleger als Hitzeschutz und ein USB-C-Kabel zum Laden. Der Messbereich der Waage liegt bei 0,5 Gramm bis 2000 Gramm. Beispielsweise hat die Akaia Pearl einen etwas besseren Messbereich, der liegt nämlich zwischen 0,1 und 2000 Gramm. Man kann also die deutlich teurere Akaia Pearl etwas besser kalibrieren. Die Black Mirror an sich ist wasserfest. Dennoch solltest du darauf achten, dass kein Wasser in die Rillen und Ritzen gelangt. Auf der Unterseite haben wir beispielsweise hier einmal diese Rille am Rand. Für mich ist aber eher eine kritische Stelle der USB-C-Ladeport hier an der rechten Seite. Da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass nicht Wasser hineingelangt. Die Waage hat kein LED-Display. Das taucht nämlich erst auf, wenn du die Waage einschaltest. Ich finde, dass es super gelöst wurde und mag das persönlich sehr gerne. Alles in allem ist die Waage sehr reaktionsfähig und zeigt das Messergebnis relativ akkurat und schnell an. Auf der rechten Seite finden wir einmal einen haptischen Ein- und Aushebel, den man einmal hier betätigen kann. Dann geht die Waage auch schon automatisch an. Man kann sie auch mit der An- und Aus-Taste einmal hier ausschalten, indem man die Taste lange gedrückt hält. Außerdem gibt es links einmal den Timer. Den kann man einmal starten, indem man auf den Timer aufklickt. Einmal pausieren, indem man nochmal draufklickt. Man kann ihn aber auch tarieren, indem man einmal die Taste gedrückt hält. Genauso kann man auf dem Power-Button die Waage tarieren, wenn es ums Gewicht geht. Ziemlich einfach gehalten, schlichte Funktionalität und alles, was man braucht. Auf der linken Seite beim Timer seht ihr auch einmal den Ladezustand der Batterie und ihr könnt auch den Piepton ein- und ausschalten. Verglichen mit den Akaia-Wagen hat diese Waage keine Smart-Funktion. Die Akkulaufzeit der Waage ist super. Ich habe die Waage auch zu Hause und benutze sie privat und muss die Waage vielleicht alle 2 Wochen einmal laden. Ich benutze sie dabei ungefähr 1 bis 2 Mal pro Tag. Timor gibt an, dass die Waage für Filter und Espresso geeignet ist. Bei Espresso sind wir da aber etwas skeptisch, denn die Waage ist schon relativ groß. Solltest du die Waage auch für den Siebträger verwenden wollen, dann achte auf jeden Fall darauf, dass sie auch unter den Siebträger passt, einschließlich der Tasten. In unserem Test waren wir sehr zufrieden mit der Timor Black Mirror. Sie stellt eine deutliche Alternative zu den teuren Smart Scales von Akaia dar und hat ein tolles minimalistisches Design und lässt sich sehr einfach bedienen. Sie macht genau das, was eine Kaffeewaage tun soll. Das Design ist minimalistisch, modern und elegant und wir finden, dass diese Waage für 69 Euro absolut zu empfehlen ist. Falls du dir eine Alternative zu der Timor Black Mirror anschauen möchtest, können wir dir einmal die Hario Drip Scale empfehlen. Einen ausführlichen Testbericht findest du hier oben. Ansonsten hoffen wir, dass das heutige Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal.